Hallo, mein Name ist Dosh und willkommen zurück zu einer weiteren Runde All the Mods 7 to the Sky. In der letzten Folge haben wir ein kleines Armeesystem aufgebaut. Da sind jetzt auch schon quasi unsere ganzen Items drin, ist schon eine ganze Menge. Und wir haben noch ein kleines bisschen Platz frei. Haben unsere Energieprobleme vorerst beiseite geschafft mit dem ineffizientesten Atomreaktor bzw. Bigger Reactor, den es gibt. Und haben dafür gesorgt, dass unsere Erzverarbeitung eindeutig schneller ist, indem wir hier die Maschinen auf Factories geupgradet haben und alle Upgrades installiert haben. So wie hier auch schon mal, dass wir quasi schneller Gravel, Sand und das kriegen. Offscreen habe ich mir schon mal erlaubt, hier mal diese Mechanical Crafter herzustellen. Das ist jetzt nicht wirklich eine schwierige Geschichte. Wenn wir uns einmal das Rezept anschauen, wo haben wir das? Wir brauchen Electron Tubes, dafür brauchen wir Iron Plates, die können wir ohne Probleme herstellen. Polished Red Quartz. Red Quartz kriegen wir über die Siebanlage für Netherrack und das einfach in die Enrichment Chamber. Das ist ein super einfacher Schritt. Crafting Table, glaube ich, muss ich jetzt nicht großartig sagen. Und Brass Casing, naja, wir nehmen einfach so ein Stripped Lock und packen da ein Brass Ingot drauf. Wer nicht weiß, wie Brass hergestellt wird, Brass kann man super einfach herstellen, indem wir Kupfer und Zink miteinander mischen. Dann kriegen wir vier Dust, die dann einfach geschmolzen werden. Und wenn wir das Rezept dann craften, kriegen wir drei Stück zusammen. Das Ganze wird über ein super simples Wasserrad gepowert. Ist jetzt nicht die schönste Geschichte, aber es funktioniert. Was ich aber wirklich sagen muss. Aber ich habe mich doch gerade eben erst so getötet. Mit Terrakotta arbeiten möchte. Ich hatte mir überlegt an Terrakotta, dass wir den, wo haben wir hier den Light Blue nehmen, so als kleine Akzente. Mit Concrete wollte ich ein bisschen arbeiten, da wollte ich den Light Gray, vielleicht sogar nur den Gray nehmen. Ich glaube, der Gray ist sogar besser. Ja, nehmen wir den. Und was hatte ich mir noch überlegt? Ich wollte noch ein bisschen Mischung aus Oakwood und sowas für die Wege machen, aber da muss ich noch so ein bisschen rumtesten. Aber auf jeden Fall, sowas will ich hier überhaupt nicht mehr haben. Ich will dieses Art Cavern-System noch so ein bisschen beibehalten, beziehungsweise ich will es verbessern, verschönern. Und dann können wir auch gleichzeitig in einem schon gucken, dass wir wirklich auch in einem wirklich hier die Drawer ordentlich upgraden. Hier habe ich jetzt einfach nur eine super simple Anlage genommen. Ich habe hier das von hinten genommen. Einfach hier rein in die Barrels rein. Hier habe ich einen Sink angeschlossen, dass das alles befüllt wird und in den Drawer rausgezogen. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal das Crushing Wheel. Das Crushing Wheel braucht einen Granit-Diorit, irgendwas Steinartiges. Vier Planken und Andesite Alloy. Habe ich noch von dem Andesite Alloy über? Ja, das sieht sehr gut aus. Hier haben wir auch den Andesite und wir nehmen jetzt einmal einen Oaklock. Und dann schauen wir einmal, ob ich das super aufgebaut habe oder nicht. Einmal die Mitte Andesite, Planken außenrum und einmal die Andesite Alloys in der Mitte und na, so. Das sieht doch schon mal gut aus. Das sieht sehr gut aus, würde ich sagen. Und wir haben unser Crushing Wheel so gut wie fertig. Also das muss ich vielleicht lassen. Diese Animationen, die sind schon sick. Ich finde die schön. Das hat doch super funktioniert. Zwei Crushing Wheels. Die werde ich währenddessen einfach mal so ein bisschen aufbauen. Ich weiß noch nicht, wo genau, ob ich die einfach das gerade ganz doof hinten irgendwie nochmal hinpacke. Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen. Die wollte ich über Encased Fans anschließen. Wie die funktionieren. Ne, das waren die. Das ist die falschen, oder? Ich muss mal gucken, wie ich die anschließen wollte. Auf jeden Fall schließe ich die einfach mal an, ich zeige es, wenn es fertig ist und wir sehen uns gleich wieder. Okay, wie ich schon erwartet habe, der Encased Fan ist anscheinend doch nicht das, was ich wollte. Ich habe jetzt mal so ein bisschen rumgeschaut, es gab auf jeden Fall eine Create-Maschine, beziehungsweise so ein Create-Block, der quasi gesagt hat, ey, Lava unter dir und du produzierst Rotational Force, aber irgendwie habe ich das anscheinend nicht mehr gefunden. Wenn ich das irgendwie wisst, was ich genau meine, dann könnt ihr das auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten würde ich jetzt einfach einen anderen Weg gehen und einfach ganz doof einen Electric Motor machen. Weil so wie ich das gesehen habe, können wir das eigentlich ganz normal machen. Alles, was wir jetzt eigentlich brauchen, ist hier so eine
Andesit Alloy, Breastplates, die können wir machen. Wie viele sind das? Wenn wir zwei machen, also 12 Stück. So, die haben wir. Einen Capacitor, das heißt eine Zink- und eine Kupferplate und eine Redstone Torch. Die Redstone Torch machen wir auch schnell fertig. Das war jetzt zwei Copper. Na. 1, 2. Und dementsprechend auch zwei Zink wahrscheinlich. Dann muss ich erstmal den Block hier ein bisschen aufmachen. So, zwei Zinkplates. Und dann können wir die zwei Capacitor fertig machen. Einmal, zweimal. Die Kupferspulen. Ja, das geht ja easy. Das sollte dann eindeutig an den Spulen reichen. Lup. So, die Copperwire. Da können wir. Oh, da ist der Hammer kaputt gegangen. Komm, machen wir jetzt mal einen Kupferhammer. Ich glaube, das ist eh total egal, welchen wir nehmen. Ich habe eh so ein bisschen Gefühl, die halten eh alle nicht lange. So. Copper, jetzt machen wir noch einen Wire Cutter. 16 Stück. Und dann haben wir schon die fertig. 1, 2, 3, 4. Und ansonsten, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Andesit Alloy brauche ich nochmal 2. Ah ja, und die Iron Rods. 1, 2. So, dann schauen wir mal, ob wir das haben. Ich hoffe, dass ich jetzt einfach rein craften kann. Aber ich. Sieht dann noch aus, also quasi das in der Mitte, also okay. Kommen wir zum großen Fiasko. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Nein, nicht dahin. Das war oben, das in der Mitte, Capacitor und Kupferspulen, war das richtig? Ja, aber ich brauche wahrscheinlich jetzt. Ja. Ich passe mal gerade hier die Form an. Ja, ich glaube, das war die einfachste Möglichkeit, die wir jetzt hier machen können. Im Grunde genommen haben wir jetzt einfach nur zwei Dingens hier, zwei von diesen Controllern. Na, so rum. Von diesen elektrischen Motoren, ein Fluxpoint, 56 FE und die drehen sich jetzt schön hier aneinander. Ich glaube, man sollte sich jetzt nicht unbedingt dazwischen stellen. So, jetzt da wir die Möglichkeit haben, würde ich jetzt einfach mal ganz doof zwei Hopper machen, einen für oben rein, einen für unten rein. So, einmal. Ne, einen Kochtopf will ich nicht. Ah, ich bin froh, wenn ich mit dem Autocrafting anfangen kann. Ich meine, ich könnte es schon, das auf jeden Fall, aber was bringt mir das jetzt, eine Autocrafting-Anlage zu machen, wenn ich eh alles abreißen werde? Deswegen einmal eine schöne Base aufbauen und wir sind sicher. Komm, wir nehmen jetzt einfach mal die Diamantruhen. Einmal, zweimal. So, machen einmal hier und hier frei. Ich glaube, da muss ich einmal von hinten rangehen. Das sieht gut aus. Und einmal oben drauf. Und jetzt sollten wir, wenn wir hier Kohle reinpacken, sieht das sehr gut aus. Oh, so viel Farbe, das ist sehr schön. Dann haben wir jetzt, glaube ich, so ziemlich alles zusammen. Terrakotta kann man quasi hergestellt, muss ich nur schmelzen. Ja.
Also generell Light Blue ist jetzt nicht für Shashima herzustellen. Wir haben Lapis, wir haben Bone Meal. Ich würde sagen, ich fange dann einfach langsam an, hier alles abzureißen. Bis gleich. Beziehungsweise ich werde das alles in einer einzigen Timelapse machen. Bis dann.
Thank you.
Oh Mann, was ein Akt. Aber da ist sie, unsere neue Base. Moment, mal ganz kurz orientieren. So, hier drüben den Weg, den habe ich mir noch extra freigelassen, weil ich noch nicht genau weiß, wie ich die weitere Base sein möchte. Also erstmal habe ich mir überlegt, hier so quasi so für die ersten Sachen so diese Flächen zu lassen. So, dass dieses Prinzip gefällt mir schon mal sehr gut. Dann dachte ich mir dann vielleicht, dass man hier so quasi so Treppen runter macht, dass man es auch so ein bisschen tiefer macht, aber dafür würde ich erst ein Jetpack haben. Der Bereich ist bewusst noch nicht abgerissen worden wegen den Erzverarbeitungen. Da wollte ich jetzt mal gucken, dass wir in naher Zukunft, wahrscheinlich jetzt schon in der nächsten Folge, vielleicht jetzt doch mal auf die Flux-Tiefe gehen. Ich will auf jeden Fall das ME-System jetzt ein bisschen ausbauen, so mehr Festplatten machen, mehr Drives, dass wir wirklich einfach sagen können, ME-System groß, alles rein. Weil ich habe jetzt eben schon angefangen, hier so einfach ein paar Erze reinzuschmeißen, dass wir einfach nur sagen können, drüben Erzverarbeitung, schmeiß da rein. Ah, jetzt komme ich nicht in die Truhe ran, Mist. Das war sehr schlau. Weil hier haben wir schon wieder einige Sandbarren reinbekommen. Lehre ich jetzt einfach nochmal ganz doof aus. Man hat vielleicht zwischendurch gesehen, ganz kurz, ich war mit diesem ersten Design so Light Blue Terracotta mit diesem Grey Concrete war ich überhaupt nicht zufrieden. Der Boden, das war jetzt auch wieder so grau auf grau. Ich finde, das haben wir hiermit so ein bisschen schöne Abwechslung. Hier, wenn wir mal einen neuen brauchen, können wir super schnell herstellen. Wir können die Maschine noch komplett upgraden. Wir haben noch sehr, sehr viel Potenzial nach oben. Ich würde aber sagen, für heute reicht das erstmal. An dieser Stelle möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass mir der Timelapse hat euch so alles gefallen. Ich hoffe, euch gefällt auch die neue Base. An der zwischendurch mal ganz herzlichen Dank an den lieben Tweetiger. Der hat mir so ein bisschen auch geholfen, weil ich so ein bisschen unsicher war mit der Farbwahl. Er hat mir gesagt, so ein paar Tipps gegeben. Ich bin ehrlich, mir gefällt die neue Base richtig. Ich mag dieses Design. Es sieht ein bisschen fröhlich aus. Es sieht so helle Farben, kräftige Farben. Kombiniert aber auch so mit ein bisschen dunkel. Ich mag das. So, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, drückt doch gerne unten auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.